Steffen bleibt natürlich für uns. Wir sehen ja auch weiterhin die Live-Bilder, die uns hier auf beiden Seiten links und rechts erreichen. Einmal links hinten das Kapitol. Die Kameras jetzt weiter weg, weil sie eben nach hinten von den Polizisten gedrängt worden sind, damit sich eben auch die Menschen von dem Kapitol, die dort demonstriert haben, entfernen. Und wir sehen aber rechts jetzt auch Militär, Soldaten, Polizisten, jedenfalls Sicherheitskräfte, die dort aufmarschieren. Und Nancy Lanzendörfer ist zugeschaltet, ebenfalls aus Washington. Ja, es hat gedauert, Nancy, bis diese Hilfe kam. Wer kommt denn da jetzt nach Washington und hilft mit, was zu sichern? Ganz genau, ungefähr 4 Stunden, glaube ich, rund 4 Stunden hat es gedauert, bis der sogenannte Sergeant in Arms, also der für die Sicherheit eben auch zuständig ist im US-Kapitol, das Kapitol als geräumt, als sicher erklärt hat und Nationalgardisten eben zur Verstärkung zum US-Kapitol berufen worden sind aus DC, also hier aus Washington, aber auch aus dem benachbarten Bundesstaat Virginia und auch Polizisten von anderen Behörden. Ich hatte es heute angesprochen. Washington DC, ja, die Hauptstadt, da sind mehrere Polizeibehörden im Einsatz. Also hier verschiedene Polizisten, sowohl Bundespolizisten als auch eben andere. Und gerade hat auch Donald Trump nochmal einen Tweet abgesetzt und hat eben geschrieben, diese Dinge passieren, wenn ein Gewinn mit Abstand, also ein Wahlerfolg mit Abstand eben von einem genommen wird. Und wenn man unfair behandelt wird, geht nach Hause in Love and Peace, schreibt er, also in Liebe und Frieden, und erinnert euch an diesen Tag für immer. Also Donald Trump, der ist jetzt dann doch nicht so, ja, besänftigend deutlich, wie es eben sowohl die Kritiker als auch Parteifreunde aus seiner eigenen Partei eigentlich gerne hätten, die sagen, er muss deutlicher, er muss stärker auftreten, er muss bzw. musste sich an die Demonstranten richten und sagen, räumt das Kapitol, was er eben nicht getan hat. Also das jetzt hier die neueste Entwicklung von Donald Trump. Und was wir hören, will auch McConnell, also der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, dass eben die Sitzung, die ja heute abgebrochen werden musste, dass man die auch so schnell wie möglich wieder aufnimmt. Und in dieser Sitzung, da ging es ja eigentlich nur in Anführungszeichen um eine Formalie, dass eben die Wahlergebnisse offiziell verifiziert werden, hereingebracht in extra Mahagoni-Boxen. Die haben Mitarbeiter des US-Senats noch gerettet, so heißt es jetzt hier zumindest auf Twitter. Sonst sagt man, wären die verbrannt worden von den Demonstranten. Also und eben diese Sitzung zur Verifizierung des Wahlerfolgs von Joe Biden, die soll so bald wie möglich wieder aufgenommen werden. Man will eben Entschlossenheit zeigen, jetzt hier auch von Seiten der Politiker. Nancy, was wir gerade gemeinsam hier live sehen, das ist die Sicherung des Kapitols. Einerseits, das hat sich jetzt sichtbar beruhigt, zum Glück. Wir sehen hier noch vereinzelte Demonstranten auf der anderen Seite. Hier sehen wir aber Sicherheitskräfte, aber eben auch das Militär. Nun läuft ja oder ist vor 6 Minuten eine Ausgangssperre in Kraft getreten in Washington. Ich habe das vorhin Steffen kurz gefragt. Was bedeutet diese Ausgangssperre denn jetzt tatsächlich und welche Möglichkeiten würde sie zusätzlich der Polizei bieten? Eben um die Demonstranten nach Hause zu schicken bzw. in ihre Hotels. Wir wissen ja, viele sind auch von außerhalb von Washington angereist. Die müssten dann eben in ihre Hotels zurückgehen. Also so heißt das eigentlich. Und wir hören ja auch, dass man jetzt die Demonstranten dazu auffordert, nach Hause zu gehen. Denn die sogenannte Ausgangssperre in Kraft für jetzt 7 Minuten. Man kann davon ausgehen, dass sich jetzt nicht jeder sofort eben an diese Ausgangssperre hält. Wir haben ja noch mehrere 100 Menschen bis vor kurzem vor dem Kapitol gesehen, aber eben diese starke Polizeipräsenz und ja eben, wir haben auch die Nationalgarde gesehen, die soll dann eben auch Stärke zeigen und soll dann zeigen, okay, jetzt ist die Ausgangssperre in Kraft, geht nach Hause.
Wir hören jetzt auch gerade Virginia, der Bundesstaat, der ruft den Notstand aus. Virginia liegt ja direkt oder grenzt an die Hauptstadt Washington. So kann man es wohl sagen. Also wenn dort der Notstand ausgerufen wird, was bedeutet das nochmal an Sonderrechten? Kann man dann das Militär zur Sicherung noch verstärkt einsetzen? Was wir hier jetzt einerseits auch sehen, wir sehen links ja, Sicherheitskräfte, Polizisten und rechts noch einmal Bilder von dem Inneren des Kapitols. Also was bedeutet das, den Notstand auszurufen für Virginia, den Nachbarstaat von Washington? Ganz genau, da ist man jetzt auch eben ja, in Alarmbereitschaft, so möchte ich es jetzt mal formulieren. Hier nebenan, außerhalb von Washington, ist Alexandria und Arlington, also zwei Städte bzw. Landkreise. Und da gilt eben heute, weil man so nah an der Hauptstadt dran ist, eben auch eine Ausgangssperre. Wir haben auch gehört, dass es mehrere Verhaftungen gegeben hat im Laufe des Tages, 13, um genau zu sein. Und eben, ich glaube, drei Festnahmen oder drei Personen kommen eben aus dieser Region außerhalb von Washington, aus Arlington bzw. Alexandria. Und was ich da auch noch hinzufügen kann, ist, dass auch Waffen sichergestellt worden sind, darunter Gewehre. Das hat jetzt auch die Polizei eben hier den US-Medien gesagt. Also hier die neueste Entwicklung von der Polizei. Und wir sehen ja auch starke Polizeipräsenz vor dem US-Kapitol. Jetzt will man eben die Leute dazu auffordern, die Demonstranten nach Hause zu gehen. Und wenn wir jetzt noch mal auf die Bilder gucken vom Inneren des Kapitols, nachdem dort eben die Menschen eingedrungen sind, wir sehen auch, wie sie gewaltsam Scheiben zerschlagen. Ja, der Kollege Eric Kirschbaum hat eben gesagt, diese Menschen sind nicht ganz Amerika, das ist nur ein kleiner Teil. Und dennoch, wir sehen diese Bilder, dennoch ist es eine Herkulesaufgabe jetzt für Joe Biden, die Wogen halbwegs zu glätten, Nancy. Er hat sich an die Nation gewandt, noch bevor er dann tatsächlich vereidigt worden ist als Präsident. Was hat er da der Nation gesagt? Wie hat er sich in deinen Augen geschlagen? Ganz genau. In 14 Tagen soll er hier in Washington vereidigt werden. Die Bühne ist ja teilweise auch schon aufgebaut worden auf der anderen Seite des US-Kapitols. Wir sehen jetzt hier in dem einen Bild die Ostseite, auf der Westseite, da soll er eben eingeschworen werden. Und auch hier hat man versucht ja hochzuklettern auf Gerüsten etc. Und seit seinem Wahlsieg vor einigen Wochen kennen wir von Joe Biden vor allem versöhnliche Töne, dass er eben versucht zu sagen oder versucht zu versöhnen, zu vereinen, spricht immer wieder darum davon, dass man eben zusammenhalten, zusammenarbeiten müsste. Und genau das hat er heute in seiner doch relativ kurzen Botschaft noch einmal betont, hat gesagt, wir können alle Dinge, verschiedene Dinge schaffen, wenn wir eben zusammenhalten. Und dass diese Szenen aus dem Kapitol oder vor dem Kapitol, dass die eben nicht das amerikanische Volk repräsentieren. Und er hat von Chaos gesprochen. Er hat auch Donald Trump dazu aufgefordert, härter durchzugreifen und beispielsweise eine Rede an die Nation zu halten. Aber er hat eben nochmal diesen Ton gefunden, den wir jetzt schon in den letzten Tagen bzw. Wochen von ihm kennen, dass er zumindest versucht hat, zu vereinen bzw. eben die passenden Worte zu finden. Das wird natürlich schwer sein. Joe Biden, ja, er ist mit Rekordzahlen gewählt worden, aber Rekordzahlen hat ja auch eben der zweite sozusagen, der Verlierer Donald Trump bekommen. Und diesen Spalt zu kitten, das wird eine längere Zeit dauern, auch nachdem Joe Biden dann in, wie gesagt, 14 Tagen hier vor dem US-Kapitol eingeschworen werden soll. Eine schwierige Aufgabe. Jetzt, Nancy, bekommen wir die traurige Bestätigung, dass bei den Unruhen am Kapitol heute Abend nach Informationen der Nachrichtenagentur AP jedenfalls eine Frau ums Leben gekommen ist. Sie ist angeschossen worden, heißt es, im Kapitol und sei dann ihren Verletzungen erlegen. Was kannst du uns dazu und darüber hinaus sagen, was bislang über die Unruhen im Kapitol bekannt geworden ist? Wir sahen da zumindest auch immer wieder Sicherheitskräfte, die ihre Waffen gezückt hatten.
Ganz genau. Wir hatten den Verifizierungsprozess angesprochen. Das offizielle Wahlergebnis sollte ja bestätigt werden. Und da waren eben die Politiker in einem Sitzungssaal versammelt. Und da soll es eben dazu gekommen sein, dass die einen in diesem Sitzungssaal die Waffen gezückt haben. Andere waren draußen und haben eben versucht, in diesen Saal einzudringen, was ihnen später ja wohl auch geglückt ist. Und solche Szenen haben sich da wohl abgespielt. Die Politiker, die sind teilweise auf die Zuschauertribüne gegangen, wo normalerweise man auch die Sitzung verfolgen kann aus Zuschauerperspektive, haben sich da geduckt, versucht zu verbarrikadieren, sind ja dann auch später in Sicherheit gebracht worden. Aber auch Bilder von verwüsteten Büros der Politiker, Nancy Pelosi beispielsweise, eine bekannte Demokratin, eben die Sprecherin des Repräsentantenhauses, da in ihr Büro ist eben eingebrochen worden, ist vorgedrungen worden. Die Politiker sollen sich in Sicherheit befinden. Und jetzt ist natürlich die Frage, dieser Verifizierungsprozess, wird man den heute weiter fortsetzen? Denn eigentlich will man eben zeigen, dass man entschlossen ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt von diesen Demonstranten. Und das Kapitol soll ja auch geräumt und sicher sein. Aber inwieweit man das heute noch sehen wird, das müssen wir noch abwarten. Nancy, diese Information, dass es eine Tote im Kapitol geben soll, die stammt von der Nachrichtenagentur AP. Und diese Agentur, die liefert auch Fernsehbilder rund um die Welt. Und eine Kamera, eine ganze Sendestation von dieser Nachrichtenagentur direkt vor dem Kapitol ist heute Nachmittag hier von wütenden Trump-Anhängern zerstört worden. Hier sehen wir es. Sie zerstören also die Kamera und das Gerät, was dort mitgebracht worden ist. Das sind natürlich sehr bedenkliche Szenen, an denen letztendlich aber, Nancy, auch die Rhetorik von Donald Trump in den letzten 4 Jahren sicherlich nicht ganz unschuldig ist. Als Reporter dort öffentlich zu arbeiten, wenn so viele Trump-Anhänger da sind, ja, das kann, du wirst es uns berichten können, in den USA tatsächlich unangenehm bis gefährlich manchmal sein. Ja, das Equipment, das wir gerade sehen von AP, das musste man schnell zurücklassen, eben im Eifer des Gefechts. Da sieht man eben ganz deutlich, dass das dann auch teilweise beschädigt worden ist und dass eben auch nicht nur gegen das Equipment vorgegangen ist, wenn ich es mal so formulieren soll, sondern eben, dass auch einige Reporter vor dem US-Kapitol eben bedrängt worden sind, mussten sich in Sicherheit bringen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Donald Trump ja immer wieder von den sogenannten Fake News, also von den Medien spricht, die eben nicht zu seinen Gunsten berichten, so sieht er das zumindest, sondern eben gegen ihn sich stellen, wenn sie ihn beispielsweise auf Lügen testen, wenn sie klarstellen im US-Fernsehen, in den Zeitungen, das hat Trump gesagt, aber das stimmt so nicht. Und auch heute in dieser Rede hinter mir vor dem Weißen Haus bzw. dem Washington Monument hat Donald Trump erneut die US-Medien oder überhaupt die Medien insgesamt angegriffen, hat wieder von Fake News gesprochen und vielleicht auch daher, dass wir solche Szenen hier eben sehen. Und ich weiß nicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ob Sie es gesehen haben. Das AP-Zeichen war klar zu erkennen, aber wir haben die Bilder vorhin etwas größer auch schon mal gesehen. Dort war zu sehen, es ist ein ZDF-Mikro unter anderem dabei. Also hier auch ein Angriff auf deutsche Medien. Und wir haben die Zerstörungswut dann einiger Demonstranten gesehen. Jetzt, Nancy, beruhigt sich die Situation. Das zeigen uns diese Live-Bilder hier. Jetzt ist das Gebäude weiträumiger abgesperrt. Auch das sehen wir hier. Was ist an Unterstützung gekommen in den letzten Stunden? Woher kamen hier Polizisten und Soldaten? Und wie ist dein Eindruck? Wie gut können Sie die Situation inzwischen beruhigen? Jetzt hat man Verstärkung bekommen, jetzt natürlich ein ganz anderes Bild als noch vor wenigen Stunden. Und bei der Nationalgarde war es so, man hatte ja mit Protesten gerechnet, beziehungsweise die waren angekündigt. Also die Nationalgarde, die war auch schon hier in Washington, aber eben nicht in voller Stärke. Und jetzt eben nach diesen Szenen am US-Kapitol hat man die komplette Nationalgarde eben einberufen, aber eben nicht nur hier
aus Washington, aus der Hauptstadt, sondern auch aus dem benachbarten Virginia. Wir hatten den Bundesstaat schon angesprochen. Da ist auch Verstärkung gekommen. Es ist auch Verstärkung gekommen von anderen Einheiten der Polizei, der Washingtoner Polizei, die dann wiederum den Kollegen bei der US Capitol Police, also bei der Polizei, die dann speziell fürs Kapitol zuständig ist, der wiederum geholfen hat. Also es sind verschiedene Einheiten, jetzt nicht nur eine Polizeibehörde hier im Einsatz oder eben verschiedene Nationalgardisten. Nancy, über den Videoaufruf von Donald Trump haben wir ja bereits gesprochen, dass er da ja sich doch etwas zwiespältig geäußert hat. Und jetzt, das kannst du noch nicht wissen, diese Meldung ist ganz neu, nehmen Facebook und YouTube diesen Videoaufruf des amtierenden US-Präsidenten aus dem Netz. Die Begründung dazu, man sei der Ansicht, dass diese Aufnahme eher zur Gewalt beitrage, als dass sie beschwichtige. Und ja, das unterstreicht auch nochmal das, was du gesagt hast, darüber, wie er gegen die Medien Stimmung gemacht hat. Einerseits und andererseits, wie er eben die Anhänger ja durchaus auch durch seine Auftritte, aber auch durch seine Twitter-Aufrufe mit zumindest dazu gebracht hat, heute eben nach Washington zu gehen und ja, das Kapitol oder auf das Kapitol zuzustürmen. Er hat ja auch in seiner Rede vor einigen Stunden hier hinter mir gesagt, lasst uns zum Kapitol gehen. Also das ist ungefähr, ja, ich würde mal sagen, 1 Kilometer, 1,5 Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Und da hatte man schon gedacht, okay, will Donald Trump selbst mitgehen, mitfahren mit den Demonstranten? Also auch der Aufruf von ihm, lasst uns zum Kapitol gehen. Das zum einen und wie angesprochen, ja, Donald Trump gegen die Medien, ob das jetzt die internationalen Medien sind oder eben die amerikanischen. Er hat immer wieder von den sogenannten Fake News gesprochen, also von den Mainstream-Medien, wie es eben hier heißt. Es gibt ein paar Fernsehsender, ja eher konservativ ausgerichtet, die dann eher pro Trump berichten. Aber auch sein bekannter Fernsehsender Sender Fox, der ja öfter dann Interviews beispielsweise mit ihm gekriegt hat, mit ihm gemacht hat. Auch da gibt es inzwischen einige kritische Stimmen eben zu Donald Trump und wir erwarten oder warten, dass er sich vielleicht auch heute noch mal dahingehend äußert. Aber wie gesagt, auf Twitter hat er zuletzt veröffentlicht, das kommt davon, wenn uns die Wahl gestohlen wird. So übersetze ich das jetzt mal grob. Also immer wieder Öl ins Feuer gegossen und das führt dann zu Szenen, wie wir sie hier noch mal sehen. Zerstörung mehrerer Fernsehkameras. Die Bilder links.